So, der Baum muss auch noch dran glauben. Das Gute ist halt, wenn ich hier die Bäume abhacke, dass wir dann ein freieres Sichtfeld haben und dass man die dann halt schneller sieht, wenn die von hier kommen oder hier durch den Wald laufen. Na komm. Mach schneller. Ich denke mal, mit zwei Bäumen langt das eigentlich. Wohin fällt der? Kack. Fällt natürlich nicht in die Richtung, in die ich eigentlich wollte. Aber die rollen da schön runter, das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Und ich mache jetzt nochmal so, ich mache jetzt. Ich will das. Na komm. Nein. Na, das ist ein bisschen blöd. Nein, nicht connecten. So. Es sieht schon richtig schön aus. Okay, hier kann man noch durch. Ja, komm, das schaffen wir jetzt noch. Das schaffen wir jetzt noch. Keine Eingeborenen. Ich sehe keine. Dann ab in den düsteren Wald. So, da. Komm mit. Ich führe dich in ein besseres Leben. Da hast du einen besseren Nutzen. Und es wird gerade schon wieder Nacht, wie ich gerade sehe. Okay. Gut. 3 von 5. Das machen wir auf jeden Fall noch. Mit dem Baum und ich glaube, da oben stehen wieder welche, aber ich will da jetzt auch nicht genau gucken. Boah, diese Vögel, die nerven einfach nur die ganze Zeit. So, Und ich glaube, ich werde jetzt das erste Mal hier schlafen. So. Ja. Ich probiere es einfach mal. Nochmal aufs Feuer machen. Z. Und dann müssen wir wahrscheinlich nochmal. Z. Stirb. Mein Gott, ich hasse Vögel. Also nicht generell, aber hier in diesem Spiel. Okay. Ja, so kann man auch darüber gucken. Gut, es sieht eigentlich relativ leer aus, aber ich traue dem Ganzen nicht. Ich traue dem Ganzen nicht. Nee, nee. Und da ist schon wieder Radau im Haus. Mein Gott, was machen die denn alle um diese Uhrzeit? Das ist ja unmenschlich. Das heißt nicht, dass ich kein Mensch bin. Ich bin menschlich. Aber normalerweise mache ich das auch nicht um diese Uhrzeit, also. Ich bin eigentlich ein netter Junge. Na super, und die Baumstämme, die langen natürlich nicht. So, habe ich noch alles? Ja, habe ich. Also an Essen meinte ich jetzt. Ich hatte jetzt wirklich Angst, dass jetzt wieder eine Patrouille kommt, weil es kam jetzt lange keine. Über die Nacht kam halt auch keine. Das finde ich ja eigentlich ganz schön, aber. Das Problem ist jetzt halt, wenn die jetzt von hinten kommen. Ich weiß nicht, ob ich mich wehren kann. Oder ob ich sie überhaupt früh genug sehen kann, dass ich die Flare Gun ausrüsten kann. Weil mit einer Axt. Nee. Das wird nichts. Bisschen gucken. Kommen keine. Hoffentlich. Oh, man wird hier echt so paranoid. Das ist krass. Man möchte die ganze Zeit wirklich nur gucken, ob da irgendwelche kommen. Sozusagen, das Spiel ist scheißegal. Hauptsache gucken, dass da keiner kommt.
Und von hier könnten ja auch noch welche kommen. Das, also, von allen Seiten müsste man sich abdecken. So, noch einen da und dann. So, hier mache ich jetzt noch eine Wall. So. Und dann langt das. Dann haben wir hier eine schöne Festung, die hoffentlich auch nicht so leicht erklommen. Nein, er. Da höre ich sie gerade. Die Schreie der Einwohner, wenn sie untereinander kommunizieren. Boah, und der Typ hat auch gleich schon wieder Hunger, mein Gott. Der hat so eine scheiß Verdauung, muss man schon sagen. Dass der so oft Hunger hat, das ist doch nicht mal normal. Er sollte mal zum Arzt gehen. Stimmt, es gibt ja gar keinen Arzt. Ob die Eingeborenen einen Arzt haben? Ich denke mal ja nicht. Ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Den wahrscheinlich eher einen Arzt, der Hals, Nase und Ohr isst. Dem schmeckt das bestimmt. So. Ja, ich muss gleich schon wieder holzen, ja. Aber ich denke mal, mit zwei Bäumen bin ich da recht. Ja, müsste gehen. Ich gehe jetzt aber ein bisschen mehr nach hier, weil da. Oh. Da habe ich ein bisschen Angst, dass dann da welche von dem Berg kommen. Und nee, dann. Dann mache ich das lieber hier, weil hier habe ich ja noch relativ gute Sicht. Sind da welche? Nein. Aber ich muss da auch wirklich gucken, dass ich wieder was esse. Meine Energie wieder voll wird. Da. Na super. Ich glaube, ich werde dann auch erstmal was essen, bevor ich hier weitermache mit dem Abholzen. Das ist einer? Dann können wir eigentlich am Leben lassen, solange er uns nichts tut. Boah, hör auf zu schreien. Wie, der geht jetzt schon wieder? Der geht wieder, jawohl, aber ich kann mir trotzdem mal was zu essen machen. So. Das ist immer noch Kacke, das ist richtig blöd. Dass wir das da hingemacht haben, aber. Kann man jetzt auch nichts mehr machen. Wir könnten dann eigentlich auch hier die Loks benutzen, aber das will ich eigentlich ungern, weil wir haben schon einen Lokholder aufgebraucht. What the? Was war das denn gerade? Na komm. Brutzel schon. Jetzt, danke, danke. Ach, und ich will die Axt. So, jetzt gehen wir hier nochmal schnell. Glitching. Ist keiner da. Zumindest keinen, den ich gesehen hätte. Und dann gehen wir wirklich hier unten abholzen. Das ist dann wahrscheinlich die sicherste Variante. Zwar müssen wir da ein bisschen länger laufen, aber nehme ich in Kauf. Komm, renn. So, den Baum hier. Den nehmen wir. Komm. Na los. Jawohl. Komm. Du fällst natürlich in die falsche Richtung. Na geil. So, und dann gehen wir hier auf den. Ich glaube, der fällt dann auch in die falsche Richtung, oder? Ich weiß es leider nicht, in welche Richtung er immer fällt. Früher war es ja immer so, da konntest du dich hier hinstellen. Und dann ist er immer nach da gefallen, aber das haben die ja wohl irgendwie gefixt. Na komm. Ich habe Angst. Das ist jetzt so wieder so blöd in den Wald rein. I believe I can fly. Der fliegt da einfach so rum, ey.
Meine Güte, ja, ist noch ein bisschen verbuggt, das mit dem Abholzen. Aber naja, es ist ja halt noch eine Alpha. Was kann man da erwarten? So. Na komm. Komm, komm, komm. Ja, das müsste auf jeden Fall lang. Ich hoffe nur, dass wir das jetzt beenden können, bevor die Einwohner hier alles, ja, kaputt machen. Nee, uns hindern daran zu bauen, genau. Also sie machen ja eigentlich nichts kaputt, aber sie hindern uns halt nur immer daran. Die ganzen Sachen zu bauen, weil sie unsere Gedärme essen möchten. Und ich sehe gerade nicht, wo die anderen Baumstämme sind. Kacke. Na super. Es läuft doch nicht so, wie ich möchte. Das sind gar keine Baumstämme mehr. What the fuck? Okay. Müssen wir also doch noch einen Baum abholzen, oder wie? Na super. Na toll. So, noch 4 Stück. Da sind welche. Aber wenn da jetzt gerade welche kommen, dann kann ich, glaube ich, hier doch den Baum abholzen, oder? Es sei denn natürlich, die drehen sich jetzt komplett zu uns und da laufen sie. Außer natürlich, es kommt jetzt hier noch eine zweite Patrouille oder so. Das hoffe ich jetzt einfach mal nicht. Ich hoffe einfach mal, dass das Glück auf unserer Seite ist. Oh, what the fuck? Es buggt ein wenig. Na komm. Fallrichtung ist auch nicht gerade die beste. Es geht aber. Es geht, es geht. Da unten sind auch noch 2 Baumstämme. Die hole ich mir dann auch gleich. Na komm. Los, mach schneller. Holz, Junge. So, eins, zwei. Welche Richtung? Na super. Scheiß Baum. Voll die falsche Richtung. Naja. So, und da unten die 2, die hole ich mir jetzt mal. Dann sind die nämlich weg. Und dann, ja, weiß ich, dass hier unten keine Baumstämme liegen. Ich hoffe natürlich, wir begegnen jetzt nicht den Eingeborenen, die hier gerade entlang gelaufen kamen. Da sind auch noch 2, oh. Die könnten wir dann vielleicht für die Lockholder benutzen. Ich wette, da drinnen liegen auch noch irgendwo welche, aber die sehe ich irgendwie nicht mehr oder die blinken nicht mehr, keine Ahnung. Vielleicht sind sie aber auch schon gedespawnt. Das könnte alles sein. Das könnte alles sein. Naja, wie auch immer, wir haben jetzt hier diese Mauer fertig. So. Und ich hole jetzt erstmal diese Stämme hier. Na komm. Da vorne liegen auch noch 3, 4 Stück. Ja. Jetzt habe ich wohl ein bisschen zu viel gefällt, aber naja. Lieber zu viel als zu wenig. So, und wir dürften jetzt eigentlich eine relativ sichere Festung haben. Wo der Eingang schepp ist und weswegen wir hier nicht so gut reinkommen. CC. Wie sie rennen. So. Eingeborene. Ich sehe keine. Was natürlich auch ein großer Irrtum sein kann, wenn hier sie sich irgendwo verstecken oder so. So.
Immer schön umgucken, das ist wirklich jetzt das Wichtigste in The Forest. Weil ich will die auf Abstand halten. Und wenn die auch nur einen Schritt versuchen, hier irgendwo einzudringen oder so, dann schwöre ich euch, dann hole ich einfach die Flare Gun raus und Badüts. Weil ich habe keinen Bock, dass wir jetzt nochmal sterben. Aber okay, es kann natürlich passieren, aber momentan fühle ich mich halt immer noch ein bisschen zu unsicher. Falls ihr versteht. Weil hier, das war ein relativ guter Glitch, um hier mal zu gucken, aber ist halt doch nicht das, was ja das Gute ausmacht. So, da sind jetzt noch drei Baumstämme. Ich sehe keine Eingeborenen. So, und zurückrennen. Keiner da. Ich hoffe irgendwie immer, dass sie uns nicht sehen oder so. Weil, nee, nochmal so einen Angriff kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Und dass wir dann nochmal sterben, weil da irgendwie so ein Typ auf uns zurennt. Nee. Habe ich auch eigentlich keine Lust drauf. So, C. C. Oh, da können sechs rein. Wusste ich gar nicht. So. Glitching Master. Komm, wir können jetzt hier raus. Ja. Nice. Jetzt haben wir hier sozusagen noch einen Notausgang. Da waren doch gerade. Habe ich da nicht gerade diesen roten Bug gesehen? Ich will es jetzt eigentlich nicht riskieren, jetzt zu sterben. Weil wir haben ja auch noch nicht gespeichert. Und der Baumstamm ist hier. Doch, 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 scheiße, da steht einer. Da steht einer. Fuck, fuck, fuck. Habe ich also doch richtig gesehen. Der Bug, der hilft uns. Das ist ein helfender Bug. Scheiße, Mann. Da, hinter dem Baum. Man sieht es wahrscheinlich immer wegen dem Bug, dass da einer steht. Alter, Alter. Ach, immer nur am Nerven, Mann. So, hier können wir auch noch mal einen reinmachen. Ich glaube, jetzt aber sind die voll, oder? Und ich brauche was zu essen, ja. Oh, wir müssen uns auch dringend mal wieder was zu essen suchen. Wir haben nämlich jetzt gar nichts mehr. Ja. Na komm. Lass liegen. Nee, nimm mit, okay. Auch in Ordnung. Komm, ich will essen. Dankeschön. So, jetzt machen wir hier wieder Glitch Master. Da vorne steht er noch immer. Was will der? Gut, wir suchen uns jetzt erstmal was zu essen. Leguan da. Mist, rennen. Nee, nicht zu ihm rennen. Oh, Teamplay, hallo. Da. Nein. Du bist lahm. Dankeschön. Und dann eigentlich will ich jetzt noch ein Kaninchen da. Mist. Ich hab's, aber ich weiß nicht wo. Da. Jetzt hab ich's. Oh, Kack. Nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Stirb. Ich habe ja gesagt, wer sich unserem Haus nähert, bekommt eine. Das gibt's nicht. Hallo. Willst du mein neuer Freund sein? Ich hau dich kaputt, du. Ich hau dich kaputt, sagte ich. Ich hau dich immer noch kaputt.
Hallo, 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 hallo. Glitsch mal nicht so rum. Der lebt aber noch, oder? Popo klatschen. Oh. Ups. So, wir nehmen mal alles mit, was wir können. Wir können natürlich nichts mitnehmen. Oh shit. Der geht wieder. Gut. Der wird in Ruhe gelassen. Dieser Glitch, der ist echt richtig schön. Also, Dankeschön, Entwickler, für diesen wunderbaren Glitch. Oh, andernfalls hätte ich die gar nicht entdeckt. Meine Güte, Mann. So, ich nehme jetzt nochmal zwei Baumstämme. Die hier. Warum bin ich so lahm? Komm, schnell. Renn mal ein bisschen. So, jetzt aber. Und wenn ich das gemacht habe, dann werde ich mich wahrscheinlich auch zur Ruhe begeben. Also jetzt in Real Life. Weil ich dann wahrscheinlich wieder genug aufgenommen habe für die nächsten Parts und so. Komm, renn. So. Und beim nächsten Mal weiß ich auch genau, was ich machen möchte. Dafür benötige ich dann wahrscheinlich hier diese Logs. Man kann echt noch mehr machen. Geil. 7 Stück passen in eins. Respekt, Respekt, Respekt. Okay, aber ich denke mal, ich glitche mich hier nochmal kurz hoch. Da ist noch ein Baumstamm. Das kann doch gar nicht angehen. Ist doch kein Eingeborener. Nö, keiner da. Gut. Baumstamm, du kommst zu mir. So, können wir uns jetzt auch wieder reinglitschen? Mal gucken. Komm. Oh. Wir fliegen auf jeden Fall schon weit. Oh, ja. Nice. Es gibt also auch einen zweiten Eingang. So, und dann können wir. Ne, hier geht's ja nicht mehr. Stimmt. So. Okay, dann speichere ich hier mal auf jeden Fall. Weil es wird ja auch gerade Nacht. Z. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Tschüsseli.